Ex-Bayern-Coach sorgt für Eklat. Der deutsche Fußballtrainer Heiko Vogel sorgt in Österreich für Schlagzeilen. Der ehemalige Trainer der Amateure des FC Bayern wirft einem Schiedsrichtergespann Bestechlichkeit vor. Während der 2:4-Niederlage seines Teams Sturm Graz gegen den Spitzenreiter RB Salzburg fuhr Vogel vor laufender Kamera den vierten Offiziellen an. Zahlen die euch oder was? Haben die euch gekauft oder was? Die Außenmikrofone von Sky Austria hielten die Aussagen fest. Nach dem Spiel entschuldigte sich Vogel bei Schiedsrichter Harald Lechner. Tedesco verbietet Champions-League-Träumerei. Trotz des großen Schrittes Richtung Champions League nach dem Sieg gegen den direkten Konkurrenten Bayer Leverkusen möchte Tedesco nicht in die Jubelarien einstimmen. Die Fans dürften von der Champions League sprechen und träumen, in der Mannschaft sei das jedoch verboten, stellte Domenico Tedesco klar. Nach wie vor stehen noch 10 Spieltage aus und die Mannschaft befinde sich immer noch in der Entwicklung. Schalke rangiert derzeit auf Tabellenplatz 3, punktgleich mit Borussia Dortmund. Müller möglicherweise für immer beim FCB. Jupp Heynckes kann sich nicht vorstellen, dass Thomas Müller jemals den FC Bayern verlassen wird. Heynckes schwärmt in höchsten Tönen vom Nationalspieler, nachdem dieser unter seiner Führung wieder voll aufblüht und zuletzt gegen Beşiktaş doppelt getroffen hat. Er sei nicht nur ein belebendes Element, sondern Kapitän und Sympathieträger auf und außerhalb des Platzes, sagte Heynckes in der Bild. Der FC Bayern sei Müllers Heimat und sein Club. Thomas sei nicht nur Führungsspieler, sondern eine Identifikationsfigur für die Region, meinte Heynckes. Der Vertrag des Offensivmanns läuft noch bis zum Sommer 2021. Guardiola droht Sperre. Pep Guardiola trägt bei Spielen stets ein politisches Symbol. Nun drohen ihm Sanktionen. Der englische Fußballverband ermittelt gegen Guardiola für dessen offensichtliche Parteinahme für die katalanische Unabhängigkeitsbewegung. Dieses Verhalten sei nicht vereinbar mit den Regeln des Verbandes, der keine politische Einflussnahme duldet. Bis zum 5. März hat der Man City-Trainer nun Zeit, sich zu der Angelegenheit zu äußern.